Guess who's back? Die back Bitches. Again. Die Bitches von Spiel mit Bart. Spiel mit Bart Bitches are back in town. In Harvest. Wir müssen das nur so lange weitermachen, bis Spiele mit Bitches raus werden, weil das kommt doch von irgendwann alleine, oder? Ja, natürlich. Wir werden der Fame immer und bitchiger. Der Erfolg. Ja, ne, weiß nicht, aber das sind wir sind die Bitches, oder? Ja, natürlich. Wenn der Erfolg ausbleibt, werden wir immer bitchiger. Wir werden heute Erfolg im Spiel haben, Simon. Ey, ja, wir hatten die letzten Teile waren alle erfolgreich. Ja, und das Beste, wir mussten nicht mehr in die Lösung reingucken. Ja, wir haben es immer kurz vorher gelöst. Kurz vor, weil es auch nicht so schwer ist. Aber die Unlogik, die wartet sich ja irgendwo. Das machen wir jetzt Sorgen. Mit Energie, die wir verlieren können, unsere Kleider säuren gerade weg. Wir werden im Mongo sein. Immerhin, wir haben uns mit dem Sandwich hier kurz geheilt. Ja, immerhin, aber wir sind wirklich durch dieses Auge und davon haben wir irgendwie Säure abbekommen und das scheint uns jetzt langsam zu killen, weshalb wir uns in diesem Part sehr beeilen müssen. Also wir sollten echt aufpassen, dass wir einfach neu laden und dann das nochmal schneller machen. Genau. Wenn wir herausfinden, was jetzt oder ob wir das abstellen können oder wir müssen vielleicht uns immer wieder von Sandwich zu Sandwich hangeln. Ja, ich habe nur ein bisschen hinterfragt, dass wir aus dieser Küche ausgerechnet ein Sandwich nehmen. Ich würde auch in dieser Küche nichts essen. Aber gut. So. Man nimmt, was man kriegen kann, ist ja klar. Theoretisch könntest du den doch jetzt auch metzeln und es würde keinen interessieren, oder? Eigentlich ja, wir können es auch probieren. Na, mal. Hier war diese Pflanze, ne, wo wir durchgegangen sind. Lass mal gucken, was da ist. Da ist da noch mehr, oder? Liquor. Okay. Ja, da ist ja offensichtlich was. Ja, die, oder? Das Strong ist Beer. You take the beer and drink it. The room spins and your vision blurs momentarily. Das ist mein Bier. Okay. Alter! What? Das sind wir selbst. Das sind wir selbst. Ja, warum? Du musst doch hauen. Ach, falsche Taste. Der Schattenmann mit dem leicht dunklen T-Shirt. Hemd. Und da oben ist immer noch die Wasp. Und was haben wir da? Schlüssel? Ja, für die Bar. Key. Okay. Gleich mal irgendwo aufschließen, benutzen. Well, that didn't work. Key on table. Well, that didn't work. Cash register. Ah. $200 reduce. Ja, man. $5 reduce. $100 bills, y'all. Können wir unserem Gegenüber die Kleidung klauen? Das wäre jetzt. Nee, er ist weg. Er ist weg, er ist nackt. Geh noch einmal, klick mal oben nochmal die Wespe an und denk dran, dass wir nicht so lange rummachen dürfen mit allem. Okay, ja, geht nicht. Ich sehe sie hier. Dann lass weitergehen. Da war was. Ah ne, das waren die Liquor Shelves wieder, ne? Da gab es sonst nichts. Doch. Have a drink. Okay, vielleicht können wir uns hier wieder heilen, ne? Das würde ich jetzt natürlich noch nicht in Anspruch nehmen. Können wir mal schauen kurz. Wie sieht unser Health aus? Oh, ach, das ist Geld. Das wäre ein Arschbacken. Cash Register. Okay, du musst schneller sein. Ja, ich weiß noch nicht, was. In einem anderen Raum, da ist doch noch die andere Tür. Wir sind doch hier schon durch. Examine the mirror. Ah, da ist er rausgekommen. Da sind wir nämlich hier. Ja, okay, vielleicht kann man der irgendwie was hinwerfen. Ich nehme an, wir können nicht dran vorbeischlagen. Könnte natürlich auch klappen, aber... ich glaube, da kommt vorher die Animation oder so. Ja. Kannst du ihm nicht Geld geben, bestechen oder so? Examine the fountain. Oh, da müssen wir das Düngemittel reinpacken, ne? Ja, Resident Evil. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Ja, Frage ist, ob Düngen wirklich hilft. Ich kann da hingehen, aber ich glaube, wir werden wieder geköpft sofort. 3:28 Uhr nachts. Jetzt hier unten. Genau. Da sind wir beim Auge wieder, ne? Nee. Ah nee, es sind mehrere Türen. Ja, okay. Ja, ach so, genau. Ja, ganz vergessen, dass du ja diesen Zwischenraum noch. Ich bin erstmal nur gerade ausgegangen. Oh, aber diese Toga müssen wir This is a cloakroom, sir. By definition, not a fitting place to seek answers. However, it's plain that the acid from your ordeal is eating away at your clothing and skin. I can clean your clothes for a minor consideration of $5. $5 für jeden. Ich Saki. Ich euch lieben so viel. Okay. Komisch, weil es ist ja irgendwie euer Geld, aber okay. Clean the acid off your clothes.
Okay, wir müssen die Toga also nicht klauen. Aber, wo sind wir gesundheitstechnisch? Da. Wir merken uns das Bier das mal. Okay. Das geht Bier noch. Speichern, dann wäre doch vielleicht ganz ja, gut. Ja, das ist eine gute Idee. Saure ist weg. So, kannst du uns noch was sagen? Ja, mag nicht mehr. A Headbox, empty but for the dead cockroach. Und die Toga kann man natürlich jetzt nicht nehmen, ne? Oder doch? This is the last warning. Wir haben ja gesaved. To not touch ja, mach doch mal. Ja, das war natürlich unerwartet. Okay. Der beschützt die Toga mit deinem Leben. Hier, Saure ist weg. Ach ja. Ich hätte vielleicht das mal ein bisschen cleverer benennen sollen, ne? Ja, dann gehen wir einfach erstmal vorbei, oder? Auch nicht? Können wir denn an dem vorbei? Genau, kannst du ihn hauen? Jetzt hauen, killen? You acquire Shotgun! Yes! Siehste? Aber der hilft uns jetzt nicht mehr mit der Säure, ne? Das ist vielleicht gar nicht so gut. Dann lade ich nochmal neu. Wir wissen ja, wo die... Oh, ja, warte mal. Können wir die Toga nehmen? Er will... Doch, jetzt hat er sie genommen. Und anziehen, oder? Wahrscheinlich direkt. Ja, unsere Kleidung ist ja sauber. Oh, man. Hm, okay. Schauen wir nicht. Ich würde dann trotzdem, du hast recht, vielleicht muss er uns dann wieder sauber machen. Ich würde dann trotzdem nochmal laden, weil wir können ihn ja immer killen. No? Okay, die Schrotflinte muss man ja nicht zwingend jetzt haben. Ja, so im Moment ging es ja noch. Okay, also wir können die Toga hier holen, er schießt uns sonst. Nicht weiter. Coat Hangers können wir leider nicht mitnehmen. Chairs. Plants. Oh, Plants. Recently warded. Headbox decaying. Ich wette, wir müssen irgendwie Resident Evil Style so Dünger finden oder so ein Quatsch. Ich denke, für die Pflanze reicht irgendein Gift. Okay. Vier Augen einer mutierten. Ah ja, hat ja wirklich vier Augen. Okay, alles das gesehen. Ist lustig, aber. Glistening in the firelight. Der hängt sich überhaupt einen Kuhkopf an die Wand. Animal Husbandry? Was ist denn Husbandry hier? Ist das Ehemann sein oder? Ja, ich nehme an, dass das halt die Beziehung ist, aber. Various leading third Reich scientists? What? Die schlimmen Lurche haben wir. Bearskin Rub. You spy a brand mark seared into the fur. Ah, okay, das ist wahrscheinlich dasselbe wie immer, ne? Dieses Zeichen. Ja, halt. Ja, das Brandzeichen. Der Loge. A blazing fire. Radio. Oh, wir machen's an. Okay. Warum nicht? Was steht da rechts? Da ist auch wieder irgendwas Interessantes auf dem Tisch. Da haben wir den Kelch eines Zimmermanns. Nein. The candle on the table is a worm. Hm. Noch mehr Bücher, die wir nicht anklicken können. A pair of mutated horses. Hm. Pulling a card. Ah, das ist eine Ente. A brass duck sticking over the edge of a shelf. Oh Gott, das, mit Logik werden wir hier nicht weit kommen, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn auch überhaupt an Items? So viel ist ja gar nicht. Wir haben ja die Geld $200, den Barkey zum Öffnen. Ja, wenn wir irgendwas von dem nehmen können, ne? Oh, wir könnten die Toga natürlich über die Pflanze werfen vielleicht. No! Kannst du hier mal speichern und einfach mal verschiedene Arten, um da... Vielleicht kommen wir da irgendwie doch vorbei. Okay, ja. Vielleicht ist es auch so ein Geschwindigkeitsding. Ah, Mann. Oder, guck so, mal oder, nach. So, komm, oder so Timing. Ich guck mal nach, aber ich sag's dir nicht. Ob ich hier was finde. Säure ist weg. Das meiste haben wir ja tatsächlich auch schon. Mit dem Auge haben wir gemacht. In der Bar haben wir gemacht. Starkes Bier haben wir getrunken. Spiegelbild haben wir gekillt. Oh ne, ich werde instant gekillt, sobald ich in der Nähe bin. Kleiner Schlüssel gibt uns die Registrierkasse, haben wir alles gemacht, verlasst die Bar wieder. Wäscherei. Ach ja, das ist ja der Bedienstete mit 5 Euro. 5 ja. Dollar.
Ich könnte den killen, die Shotgun nehmen und versuchen mit der Shotgun die Pflanze abzuschießen. Also, ich sag mal so. Der Simon hat ja gesagt, töte den Typen und nimm seinen Shit. Du wolltest es nicht, weil du einfach ein netter Kerl bist. Weil ich einfach ein netter Kerl bin. Aber in diesem Spiel siegt immer die rohe, unberechenbare Gewalt. It's always funny in Philadelphia. Ja, echt, ey. Jetzt hast du nämlich die Schrumpfling und die Toga. Wie gesagt, wir haben uns ja drüber jetzt schon unterhalten. Ich hätte das hier eh als nächstes ausprobiert gleich. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt wird's, also ich sag mal so, ich weiß, was du machen musst, aber es ist so dumm. Es geht nur in diesem Raum. Wirklich? Und du wirst nicht drauf kommen. Oder es, vielleicht doch. Aber es, ich meine, es ist in diesem Raum mit den Sachen, die du hast. Und es ist mega dumm. So. Das ist alles, was ich dir sage. Warte mal, wir disarmen das mal. So, also, wir haben die Toga da abgehängt, wir haben die Headbox, die Plant. Box, die Pflanze, die Türen, die Haken links und die. Ja, die Haken. Oh, können wir. Okay, wir können das Ding an die. Damn it! Nein. Okay. Use Toga on Pack? Damn it! Achso, wieder zum Aufhängen. Ach, hier kann man Sachen aufhängen, ne? Well, that didn't work. Oh, da ist ein Switch. Was? Okay. Okay. Kill ihn! Wie geil, du. Noch versucht das noch raus. Oh nein, oh nein. Glitch, tot. Das war lustig. Das ging sehr schnell. Du hast lustigerweise was anderes gemacht, als ich dachte. Okay. Das ist schon ganz schön geil. Da war ja wirklich ein Switch. Den habe ich nicht gesehen. Der steht hier auch nicht. Der ist vielleicht später relevant, könnte natürlich sein. Aber wir machen das mit dem Switch mal. Aber es ist in dem Raum, meinst du also? Eieieiei. Also es hat mit der Toga zu tun und du warst auch schon beim Gedanken an der richtigen Stelle. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, warum das so doof ist, wie es in der Lösung hier steht. Erstmal noch. Dass die Tür aufgeht, das steht hier gar nicht. You acquire a shotgun. We equip the shotgun. Two Shots haben wir damit. Ich glaube, es ist okay für den, ne? Der sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Ja, das Vieh hat uns auch schnell gekillt, ne? So. Okay. Der Knopf ist auf jeden Fall nicht verkehrt so, aber durchgehen sollte es nicht. Shotgun. So. Nein. Zielen mit der rechten Taste. Nein! Ja, ich bin wieder zurück! Nein! Die Shotgun ist total scheiße! You don't gotta do it again! What? Könnt ihr nicht einfach nur Adventures machen, wo man Rätsel lösen muss? Na, endlich! Okay, und? Uff. Also, was haben wir hier? Eine Pinball-Maschine? Bruce M. holds the high scores. Slot Machines. Classic One-Arm Bandits. Wir haben ja Geld. Footsucker McGee. Okay. Footsucker McGee. Und hier läuft noch das Programm, das eigentlich nicht läuft, ne? Weil wir haben ja die Station, die Station wurde abgewandt. Wir waren es ausnahmsweise nicht. Wo konnte nie gewesen werden. Think jetzt am Out-of-Town Station. Okay, was haben wir jetzt? Die gleiche Rockscheiße. Immerhin, hier haben wir ein Baseball-Bat. Well, that didn't work. Der hat immer ein bisschen Reichweite. Ja, also das Blade, glaube ich, könnte besser funktionieren, aber wir haben hier Reichweite. Looks like Tom is ahead. Also Tom hat hier gespielt anscheinend.
Pool table, someone scratched. Liegt hier was? Kaffeemaschine. Oh ja. Okay. Ja, brauchen wir nicht. You eat the gumbo and feel better. Ah, Energie. Genau, lass noch mal ein bisschen mehr essen. Ich hoffe, da ist noch genug drin. Wahrscheinlich sagt er gleich, ist fertig, ne? Ja, mal gucken, wie Flamme. Ja, die Energie ist wieder gut. Das war der letzte. Das war, ja, leider nichts mehr. Aber immer, du bist happy. Du siehst es ja auch, oder? Ja, ja, die Examine Bubbles, the Bubbles. Gute Frage, ob uns da irgendwas tötet gleich. Wir checken es aus. Wir haben ja gesaved. Bubbles are rising from the surface. Ich kann hier bestimmt komplett gefahrlos entlang gehen, oder? Ich denke auch. Da gibt es überhaupt keine Sorgen. What the hell? Game over screen gleich, ne? Oh, ja. Schade. Ich hätte noch gern gesehen, wie er ihm so das Fleisch von den Knochen zieht. Ja, eigentlich schon. Das wäre das Mindeste gewesen. Kurz für dich. Wir gehen weiter nach links. Aber du musst halt eigentlich nach rechts. Ne? Ja, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit dem hier machen kann. Wir haben ja auf der anderen Seite nochmal die Pflanze. Ja. So, also. Ich dachte vor allem, die Toga vielleicht irgendwo anderswo dranhängen. Ja, mach das doch mal. Okay. Oh, ihr seid doch alle dumm! Ihr seid doch alle bescheuert! Das ist so dumm, ne? Das ist das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ey, wirklich. Wirklich, Leute. Ist einfach nur blöd. Wer soll denn darauf kommen? Und da war so ein kleines Scheißloch. Ah, alle, da ist, siehste, das ist ja hier die Skype. Ja. Die Sichel. Die Sense. Die sind alle Sense. Oh, geil. Okay, also das ist eine gute Sichel, ja, die kannst du machen. Ja, sicherlich. Da Sichel. Oh, nice. Und eine Kiste. Da sind die Pakete, die immer bei Mini ankommen. Die Shotgun-Shells. Ah, Munition, okay. Like rare shams, the Shotgun-Shells have been secreted in the hidden room. By someone who knows its true value. Muss ich das vorher hier benutzen? Ja, klar. Oh, jetzt ruckelt's auf einmal. Das ist eine schöne Kombination, ey. Oh, man. Andersrum vielleicht. Well, ja gut, dann hat er... Dann durchladen ja, während... So, ja. Ja, dann machen wir es, genau. Wenn es soweit ist. Ja. Okay. Das war alles hier, oder? So zwei Bonus-Sachen. Ein sehr seltsamer Raum auch, oder? Mit so einer Wäscheleine, ja, um die Sichel aufzuhängen. Examine the pipe. Claw marks. Kann ich die durchhacken? Oder hier oben? Ich denke... Aber das war's schon, ne? Die Sichel klingt ja nach etwas, womit man eine Pflanze gut wegdingsen kann, oder? Absolut. No? Da brauche ich gar nicht nachgucken. Ich denke auch, das muss es eigentlich sein. Guck mal, die Toga können wir auch gar nicht mitnehmen. Also hat die ihre Schuldigkeit getan. Genau, komisch, aber so ist es. Dann würde ich aber auch den Koch umbringen, oder? Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. What? Aber warum eigentlich? Er macht doch nur seinen Job. Oh! Mittig zerrissen! Wow! Ja, kann man schon machen, ne? Scheint nicht zu schaden. Scheint nicht geschadet zu haben. Naja, es ist auch kein Durchgang. Er hatte einen Hackeball dabei, aber nicht, dass ich das mitnehmen kann. Nee. Oh, ich hoffe mal nicht, dass die Waffen auch hier so Verbrauch haben oder so, ne? Also Shotgun-Shells verstehe ich, aber die scheinen mir nicht irgendwie nochmal. Ah doch, Cleaver, wir haben den gekriegt. Das ist der, den er gerade in der Hand hatte. Okay, okay. Man weiß nie, wozu es gut ist. So, die Pflanze, ne? Da kommt sie gleich. Ja, machen wir weiter so, du machst das schon. Nein! Ah, krass! Okay, das ist auch nicht. Ach, ich hätte schwören können, das ist richtig. Okay, dann schaue ich jetzt doch nochmal nach, nur um dir ein bisschen helfen zu können. Na, aber wir haben noch den Weg auf der anderen Seite dadurch, bevor wir hier durch die Pflanze können. Aber wir werden von diesem Riesenwurm gefressen.
Können wir irgendwas ins Wasser kippen? Wasser, habe ich was? Nee, ich habe Geld und den Schlüssel und Waffen sonst. 6,5 Stunden später. Jetzt musst du noch mal in die Küche. Aber wir haben doch in der Küche alles, wobei, nee. Tatsächlich hast du mehrere Sachen vergessen. Wirklich? Ja. Ich dachte, ich habe pixelmäßig alles da angeklickt. Es ist lustig, weil das sind genau die beiden Sachen, wo ich die ganze Zeit dachte, willst du die nicht mal mitnehmen? Aber scheinbar hast du die voll übersehen, weil die so offensichtlich sind, dass du sie nicht mitgenommen hast. Naja, also welche zwei Sachen fallen dir jetzt direkt ins Auge? Naja, der Torso. Exakt. Well, that didn't work. Tatsächlich, ich konnte es mitnehmen. Und was noch? Und das Bein. Exakt. Wirklich, a cut of meat. Well, that didn't und ohne, dass ich das jetzt gelesen habe, aber wir denken beide wahrscheinlich dasselbe. Ne? Ja, ja. Mit dem Fleisch kann man jetzt vielleicht bei dem Monster durchkommen. Das denke ich nämlich auch. Eins vielleicht für die Pflanze und das andere für die... Oh, stimmt, die Pflanze. Ja. Ja, lass mal gucken. Ihr wisst jetzt auch nicht genau, wo wir zuerst hingehen. Kann man ja gleich mal gucken. Ja, wir können ja bei beiden mal probieren. Wir haben zwei Fleischstücke, das heißt also... ich dachte, das wäre Deko, ne? Weil da liegen ja so viele andere Körperteile auch nochmal. Ja, aber die sahen schon sehr grapschbar aus. Du hast schon recht. Pupende. Fleisch. Chunk of meat. Nehmen wir das mal. Oh, man. Nee, well, that didn't work. Kannst du es unten vor sie legen oder so? Egal. Ja, vielleicht das andere. Das andere. Oh, man. Nee, okay. Gut, dann werfen wir es ins Wasser. Diese Musik auch! Nach unten, glaube ich, ja. Ja. So, als ob er gerade Jazzdance macht, oder? Ja, so ein Tanzkurs. Mhm. Der eine hier keinen Partner bekommen hat. Ja, dann Nimm du mal die Sichel. Nimm du mal die Tanzsichel. Oh nee, ich will aber nicht mehr beim richtigen Tanzen lernen. Nee, du nimmst die Sichel. Und warum muss das unbedingt eine Sichel sein? Das ist das Einzige, was wir hatten. Voll gefährlich, ne? Das ist der gefährlichste Tanzpartner. Die Sichel ist ein ganz natürlicher Tanzpartner. Cool. Wieso ist jetzt andersrum? Nicht fragen. Kacken. Lexovac, empty. Also die haben schön Abführmittel sich hier reingeballert. Ja, ne? Die haben aber auch in der Bar bei diesem großen langen Tisch standen überall diese Abführmittel rum. Klar, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Menschen isst, die sind sicherlich nicht so leicht wieder raus. Oh, ne? Gott. Geil. Komm mal rein. Nach allen Regeln der Resident Evil Kunst muss dann Schlüssel sein. The Ancient Roman Vomitorium, das ist die Kotzwanne. Die Wanne ist voll! Halt echt, ne? Die haben da eine Kotzwanne. Eine Kotzwanne? Eine Kack- und Kotzraum. Wo hast du Urlaub gemacht? In Kotzwanne. Kotzwanne. Weedkiller! Ah, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt. Wer hätte das so gedacht? Kam das vor Resident Evil? Ich glaube ja. Ein Jahr vor Resident Evil oder so. Ja, stimmt. Pflanze 42 hatte keine Chance. Lockers are empty. Ja, ganz locker, flockig. Das Hütchen. Vom Spind. Ja, ist ein Mülleimer vielleicht noch was? Someone has mistaken this for Alter, was für ein widerlicher Raum. Haben Sie zufällig auch eine Herrentoilette da drin? Nur Klafkalas. Ekelhaft. Und auch alles hier, ist es angerostet? Ist einfach nur vergilbt und alles, ne? Warte mal, ich möchte sicher gehen, dass wir nicht zurück müssen, weil wir haben nämlich nur noch einen Fleischhaufen. Ah, du meinst, dass wir den immer benutzen müssen, ja. Check ich das will nur bitte. Gucken, dass wir... Operated Toilet kann ich hier machen. Oh, mach mal. What did you expect? Okay. Aber check das gerne mal, ob da was ist außer dem Weedkiller. Nö, es ist wirklich nur der Weedkiller. So, dann gehen wir raus. Das wird noch sehr interessant, glaube ich, weil wir haben jetzt den... wir kommen langsam in den zweiten Level jetzt. Wo wir dann hoffentlich mal Informationen endlich kriegen. Jawohl. Also diese One-Use-Sachen waren mir fertig. Pool-Kür habe ich genommen. Oh, ein Fußball-Table. Both teams are the same color. Das ist Teamplay. So,
Also, mal gucken, ob wir das direkt so benutzen können, ob, oder ob wir es in dem... Ich glaube, wir kippen es in den Brunnen hinten rein. Ja, oder? Ich denke auch, das ist... Das wirkt richtig. Die guten alten Spielstände gehen weg. Chuck, die Lanze. Ja. Well, that didn't work. Was? Okay. Okay. War am Ende doch ganz einfach, ne? Einfacher als man dachte. Dann ist es. Kann ich hier was mitnehmen noch? Also ist mein Inventory. Das habe ich schon mitgenommen. Examine the pot. More alien than plant-like. So gespeichert haben wir vorher. Falls ein Gegner kommt. Was? Kannst du nicht nach rechts laufen? Gehst du hier lang? Vielleicht musst du da unten rechts hinklicken. Da. Auch nicht. Odd-shaped holes on a raised surface. Ich kann ja nicht mal ein Loch erkennen. Ah ja, das kleine Ding da, ja. Da muss wahrscheinlich irgendwas reinstecken. Irgendwann später. Die Pflanze hier. Ne, den Rest haben wir ja schon geholt. Examine the gate. Closed gate. Ah. Cool, refreshing fountain. Operate the fountain. Kai's Power Goo. Stimmt, die 90er lassen grüßen. Ja, oder? Aber gut. For the ultimate Super Goo experience, use your own face and goo crazy. Ja, ne? Was machen wir jetzt? Vielleicht eine Münze reinwerfen und was wünschen? Vielleicht können wir den Weed Killer hier auch nochmal. Oh, man. Ich hab sie jetzt geguckt, aber jetzt stehe ich da in der Mitte. Ganz weird. Warum ist das so? Unequip. Fountain Key. Key at the bottom of... Das war... Okay, jetzt hat uns der Bug geholfen, weil so konnten wir nur den Klickbereich sehen. Na gut, ich hätte, ihn nie im Leben gesehen, den Fountain Key. Und dass wir da einfach so reingreifen konnten. Natürlich. We're the best. Oh! Hau! Okay. Für komische Wesen. Ja, einfach weiter so. Genau, der ist zu lahm. Geil. Jawohl! Oh, wie geil. Speicher. Oh. Shit, ich hätte die vorher equippen sollen, ey. Aber das war gut. Nichts falsch gemacht. Ich glaube, du wurdest gar nicht getroffen. Ja, ich glaube tatsächlich gar nicht. Aber Baba. Das ist gut. Aber Baba klingt irgendwie cool. Klingt wie so eine Kinderreihe. Das ist die, die Kleinkinderband, die Abba-Songs singt. Aber, Baba. Aber alles Aber so mit Baba. Kindergebrabbel. Babibu, da-di-du-du, da-da-bla-bla-blu. Ja, da-di-du-du. Da-di-du-du. Nur wir wissen, was gemeint ist. Okay. Examine the barrel. Ups. Foul-smelling liquids. Ja klar, das Monster war da ja alleine die ganze Zeit, muss ja auch mal pinkeln, hat nur dieses Fass. Die LKW-Fahrer. Ich fass es nicht. nix. Examine the rope. Sturdy enough to climb. Okay, da können wir gleich aber hoch. Aber lass uns gucken, das mal gucken. Backstein. Rotting piece Plywood. Plywood. Können wir das durchhacken? Eine Sprechanlage. Vielleicht? Eine Sprechanlage, du hast recht. Aber was? Ganz viele Sachen hier bringen einfach nix. Ne. Also warum ist da ein Stück Holz? Non-functioning Powerbox. Dann klettern wir hoch. You hear a scream. Quickly you Vielleicht hängt das Seil an jemandem dran. Jetzt können wir mal wieder spekulieren, was wir hier sehen, weil ich finde, das, es ist so ein großer Wahnsinn, aber jetzt können wir mal spekulieren. Also da hat jetzt jemand geschrien. Oben ist der Folterraum. Der Folterraum, meinst du, dass Stephanie da drin ist und gerade ausgepeitscht wird? Stephanie ist oben und es ist auch der zweite Stock, wo wir dann vielleicht die Infos kriegen. Deswegen ist da direkt so ein Manager, der sie foltert. Vielleicht hängt das Seil sogar irgendwo an ihr dran. Das ist so wie bei, wie ist der Film nochmal, From Beyond, alter Horrorfilm aus den 80ern, okay. Wo Aliens aus einer anderen Dimension, wie so häufig. Das ist die Dimension X. Ich hoffe, das ist, es müsste die Dimension Triple X gewesen sein, weil die eine Wissenschaftlerin ist so geil geworden, dass sie
Vor lauter anderer Dimensions-Aliens dann im Dominatrix-Outfit rumgelaufen ist die ganze Zeit. Ich fände auch nicht schlecht, so Vin Diesel als Alien, der dann so, der in so einem Fall dann kommt. Okay. Den Kopf hat er dafür. Er muss nur weiter nach hinten, so diesen Alien-Schädel nach hinten. Er muss einfach nur mit Kais Power Goo, muss einfach nur Vin Diesel-Schädel nach hinten verlängern. Ey, es war eins der besten Tools. Es hat viel Spaß gemacht, ja. Okay, nichts davon. Gar nichts. Absolut. Soll das ein riesiger Schnuller sein oder ist es so ein Anal-Dildo-Ding zum Anziehen? Okay, kann ich das hier? Alter. Das ist vor allem, es ist nicht im Vordergrund, es ist einfach nur so groß. Es ist einfach so, muss durch den Ring durchgehen. Ja, ja. Okay, cool, völlig anders als erwartet. Wir reden Kunstscanner, ist ja klar, ne? Der Art Curator. Welcome to the Harvest Moon Art Gallery, sir. I'm the curator of this place. So delighted you could come. Ich glaube, der ist auch bei der Feuerwehr. Ah, es kann ein Feuerwehrmann sein, ja. Es wird bestimmt eine tolle Experience. That it will, I'm afraid. Art often forces engagement, doesn't it? Lovely works, pastoral scenes, noble sculptures. These are easy on the eye and mind. But when confronted with a work of hideous form, you're forced to deal with it, even if only to dismiss it as trash. Sadly, the most extreme works are the hardest to dismiss. Grotesqueries amid works of beauty are necessary. That should be taken for granted. Nevertheless, it's important that each individual determine his own sense of aesthetics. For that reason, I give you permission to obliterate that which forces you to linger too long in the gallery. I'm just passing through. If only it were that simple. Er selbst, oder? Ihn müssen wir zernichten. Ich denke auch, dass wir ihn zerlegen sollten. Ja. Ich meine, wie er auch schon da so kritisch ist und so steht und uns über uns richtet, da würde ich gerne über ihn richten. Und ihn auch richten. Das ist Heiko Richter aus... Heiko Richter. Aus GZSZ. Montagmorgen und die Wochen im Kalender. Der Kopf tut weh, schweißnasse Hände. Habe keine Lust hier dumm rumzusitzen. Ich würde viel lieber auf einer Insel schwitzen. Talk to the Curator. Welcome to the heart. Okay. Ich bringe ihn erstmal um. Sprechen können wir ja. Ja, wir können ja auch nach links gehen erstmal, aber wir können ja auch direkt durch ihn durchgehen. Ja, laber mal nicht hier. I'm just... Okay, wir können mal gucken. Da ist eine Sculpture. Oh Gott, das ist wirklich so eine große Art Gallery hier, ne? Whatever. Klang, klang, klang. Oh. Die arme Jadefrau. Oh, der Jadestier. Oh Gott, die sehen alle gleich aus, die Sachen. Das ist bestimmt irgendwie so ein ganz nerviges Rätsel hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das gar nichts. Vielleicht geht es hier wirklich nur darum, einmal durchzulaufen. Wir gehen einmal durch, ne? Mhm. Das müsste doch rund sein wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke auch. Und dann... Es scheint sehr einfach zu sein. Was ist das für eine Kunst, wenn die ganze Kunst zum Leben erweckt? Mhm. Die muss ja da bleiben. Die kann doch nicht einfach weggehen. Okay, und jetzt sind wir hier. Na, was denkst du? Sollte ich oder sollte ich nicht? Morbid, but strangely erotic. Ja. Also wir können ja mal gucken, ob wir überhaupt was machen können. Da ist ja bisher nur eine Tür. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Absolutely revolting. Seems to stare back at you. Ja, dann kann ich erst nicht so richtig anklicken. Zum Glück tauchen die Gegner nicht nochmal auf. Heavy and intimidating. Aber wenn wir nichts finden, sehen wir den Typ um. Die eine Tür haben wir, ne? Strange group of guys. B-17 Bombers. Das sind die Bilder, die sonst irgendwo anders gehängt waren, ne? Im ganzen Spiel. Das ist... Ach, der gute Ruppelkoi. Weg ist er. Der Ruppelkoi. Fart Gallery. Fart Gallery. Okay. The door is locked. Ja, dann müssen wir uns den Schlüssel von ihm raushebeln, oder? Ja. Dann geht es nicht anders. Ist ja
selbst schuld, wenn er den nicht hergibt. Perversely abstract. Aus eine Kuh aus Jade. Wissen nicht, wie viel Jade da. Und da sehen wir noch den Hintern der Kuh aus Jade. Painted with fresh blood. Strangely calming. Direkt Ausschnitt aus Wikipedia. Sickeningly offensive. Hört sich an wie ein gutes Metal-Album. So. Ja, würde sagen, weg mit der Kunst. Au, in den Kopf rein. Autschi. Und du hast keinen Schlüssel bekommen. Hab ich. Vielleicht. Da. I did get a key. Der wusste wahrscheinlich, was passiert und war deswegen so ein bisschen traurig, weil er wusste so, ey, du kommst hier nur weiter, wenn du mich umbringst. Du kommst hier gleich rein. Du kommst nur, hier über rein. Nur über meine Leiche. Kleiner Tipp. Hast du jetzt gerade den längsten Weg zur Tür gefunden? Ja. Ich wette, die ist in der Mitte exakt. So. Wahrscheinlich ist sie nur aufgemalt. Teil der Kunst. Oh! Theatralische Öffnungsanimation. Hören wir jetzt, wer geschrien hat. Das kann er ja nicht gewesen sein. Okay, nächster Raum ist jetzt wahrscheinlich... Das, was wir vorhin spekuliert haben. Ja, ich habe jetzt nach diesem Kunstding habe ich das Gefühl, als wäre sie so aufgespannt und so Haut wäre so abgezogen. Irgendwie so, als wäre sie so Teil der Installation. Sowas sehe ich irgendwie. Und so dann, aber sie kann auch sprechen, so, ne? Als ob die Aliens sie gefangen haben und die Wand eingelassen. Jetzt bin ich total gespannt. Brenda. Oh, I didn't want no one seeing me like this. Shit. Hier ist es ein Empfangsraum. Einfach nur ein Empfangsraum mit einem guten Licht. Okay. Wer auch immer das hier gebaut hat. Oh nee. Ach, das ist ein Riesenraum. Oh nein. Rundraum auch noch. Kein Bock. Okay. Can I help you? I'm looking for a girl. Die Verkäuferin ist das. This is a library, not a brothel. You don't understand. I have reason. Hope to believe that she was brought here. Do you know anything about that? I'm afraid not. I tend to stay out of lodge affairs. I'm only in charge of the library, my good fellow. Yeah. Well, if she is here, she's not been invited as a member. There are no female members of the order. To be sure, one or two have qualified throughout our history, but they're generally not of our caliber. I doubt there are any females in this building. At least none that are extant. Aber du bist doch... Guter Punkt, ja. I'm not a member. Women are kept here for the services they are able to render. Just as some jobs are beneath men, so too can certain services only be supplied by women. If she is here, you'll find her on the third floor, which you'll have difficulty finding without my help. And you want something in return? I'll give you a clue as to how to get to the third floor, but only if you'll retrieve an overdue book from one of our charter members, a Mr. Kane. Since he is so highly regarded among the Order, I'm loath to approach him on such an embarrassing matter. Therefore, bring me the book and I'll help you. How will I know which book? Oh, you'll know it. He's not an avid reader. Pornoheft. Pornoheft. Ich nehme mal die Sichel weg, weil ich glaube, die wollen wir nicht umbringen. Erstmal. Ja, aber ich sage, noch nicht. Noch nicht. Wir gucken mal, wie sie sich so füllt. Examine the box. Ja, also wir haben ja die Aufgabe. Klar, ich glaube, der Raum ist wirklich nur so für sie und zum Abgeben. Can I? I'm looking. Okay, es ist das Gleiche, was wir schon hatten. Extent. Okay, der gleiche Krams wie vorhin. Okay, ja. Dann equippen wir die Sichel wieder, weil das macht mir hier Angst. Ah, von dem Mr. Kane. War Mr. Kane der Leichenbeschauer? Oder nee, der hieß anders, ne? Nee. Der hieß auch mit M oder so, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, egal bei dir. Ja, genau, wir werden hier eh irgendwie im nächsten Räumen was finden, denke ich. Also hier ist locked und die ist barred from the other side. Also kommen wir vielleicht rein und hier wieder raus später. Oh, wie sollen wir denn da jetzt noch die Orientierung behalten? Ah, okay. Oh, ja,
Das hört ja gar nicht mehr auf. Okay, Hafenmusik. Das Hafenkonzert. Das ist ein Lattenzaun, wo man reingrapscht. Hafenkonzert. Nicht Hafen, Harfenkonzert. Eine Harfe ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Mann, und hinterher gibt's noch einen Vortrag. Klingt ziemlich gesalbt. Worüber geht der? Über die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine. Danach gibt's was zu happern. Ah, Sie sind auch ein Kunstkenner. Ja, natürlich. Immer wieder gute Minimats. Das ist ja komisch. Okay. Excuse me, you can't come in right now. I just mopped the floor. Hey, buddy, give me a break, will you? Keep up the floor. Ist es ein echter Schnurrbart? Was glaubst du? Oder haben sie beiden angeklebt? Hey, buddy, give me a break, will you? Keep up the floor. Der ist drauf gemalt, oder? Drauf gemalt auch noch. Ich glaube schon. Die konnten sich keinen Fake-Schnurrbart leisten, nur ein Clipart. Ich habe gesagt, die haben nicht mal wie wir Tesafilm gehabt. Also, ja. Er erlaubt uns nicht. Kannst du natürlich durchaus umbringen, wenn er dich nicht durchlässt. Du kommst hier nicht durch. You think just because I'm a janitor, I got no pride? That's all I got to do all day is clean up after you rich bastards? Take a hike before you get hurt! Alright, buddy. Who acts for it? Kampf! Eine Stapler Gun! Okay, du brauchst ja auch die Waffe, ne? Ja. Kaputt gestapelt! Stapled to death. Alter. Ich hätte den Film geschaut. Okay, hier mit der Shotgun wahrscheinlich durch, aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt jetzt so machen müssen. Hier gab es ja wirklich gar nichts, ne? Aber wir haben ja noch einen ganzen runden Raum voller Locations. Ja. Denke ich zumindest, dass hier noch einiges geht. Okay. Oh, das ist ekelhaft, ey. Ja, ne, die ganzen Räume, man hat direkt keinen Bock. Oh, Schach. Der Chessmaster. Das ist auf jeden Fall wichtig, ganz wichtig. Intellectual Arena. I am the Chessmaster. Any initiate who wishes to pass this way must do so. Du bist der Typ mit der Mütze von vorhin. Being a civilized man, I offer my opponents a choice. Solve my problem, or fight me to the death. Do you know how to play chess? Also ich habe mal was davon gehört, aber... Wir sollten Ede anrufen. Ja. In that case, mate me and you may pass. Oh. Okay, wir müssen ihn jetzt matt setzen. Ansonsten gibt's Kampf. Okay, das Ferdi. Ferdi hüpft. Ja. Ja, keine Ahnung, natürlich. Ich meine, wir haben nur noch zwei. Achso, ja, wir haben. Er hat vier. Also unser König und deren König, ne? Also, wie rum ist das Schach? Ach nee, die können ja eh in eine Flair. Ja, vor allem du steuerst das Pferd, ne? Das ja, rechte weiße genau, Pferd. Also kannst du ja mal die Position abgeben. Kann ich aber auch den König sonst? Nicht. Nee. Hast du schon mal Schach gespielt? Nein, aber stimmt ja, es wird ja ein König kann ich doch auch einmal. Ja, ist ja auch so. Aber das solltest du jetzt nicht, weil der zu nah in Gefahr ist. So, die Frage ist es... genau, wohin mit dem Pferd? Wenn ich das Pferd hier hinpacke, wird's ja... der Bauer schlägt es dann doch, oder? Bauer, sondern der König. Ach, kann er diagonal auch? Ist es König oder Königin? König. König, Ja, der kann in alle Richtungen schlagen, oder? Der kann, glaube ich, nach oben, unten, links, rechts und diagonal. Okay, dann sollten wir es lieber hier hinpacken, weil ansonsten auf diesen Positionen ist mein Pferd genau, weg. Genau, und da oben... Machen wir hier mal. Nee, da wirst du auch geschlagen, und zwar von den Bauern. Ah, ja, du hast recht. Dann und bist du vielleicht da einmal. Unten sehe ich vielleicht eine Möglichkeit. Oh. Da, oh ja, da. Nee, du kriegst den Gegner, da hast du den König aber leider nicht. Ja, wenn der König hier hingeht oder so, dann kriegen wir den nicht. Also, du kannst aber, glaube ich, also nach unten links könntest du, ohne dass du. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich da geschlagen werde, weil der Läufer wird ja sonst nur diagonal bis nach unten hinkommen. Das ist ja kein Läufer. Ich gehe mal dahin. Chess. Is a civilized game. Okay, this was wrong. Ja, aber dann soll er doch wenigstens erklären, warum. Of conflict. Gregor, du hast jetzt aber alles weggedrückt.
Ich habe drauf gedrückt, nur es ist dann von alleine passiert. Wir können gleich nochmal laden und uns das angucken. Das habe ich aber jetzt auch nicht erwartet, dass da ein großes Schachstück. Nee. Rubbelkoi. Dass da jetzt. Rubbelkoi. Dass da jetzt einfach ein großer König kommt. I did not expect this. Wie sieht's denn mit dem Inventory aus? Mal schauen. Was ist das drauf? Ja, okay. Wir sind ja sogar schon im zweiten Level, ne? Sind wir schon, ja. Das sind wir. Examine the dead body. Also gut integriert in die Welt ist es ja auch nicht. Schau es dir mal an. Ich geh mal jetzt zum Körper. Ja. Ach egal, niemand wird so weit nach rechts laufen. Operate the dead body. Oh! Alter. Rubbelkoi. Alter, das ist aber wirklich ein 1A-Rubbelkoi. Also wie die Augen und das geil, auseinandergezogene Bart. Ja, also, genau, das noch mit dem Bart hier so ein bisschen hängt. Richtig gut. Kein Wunder, dass der nicht so gut Schach konnte, wenn der einen Schlüssel in seinem Kopf hat. Aber nur mal so, also wir hätten es auch richtig lösen können. Achso, ja, hätten wir es. Wir können natürlich nach auch eurem Sieg wird der Schachmeister erschlagen. Also wir landen so dann, oder so. Also ich müsste ganz gerne einmal sehen, ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Again. What? So, wir sind wieder beim Schachtypen angekommen. Also man kann es lösen, ja, dass wir gegen den spielen. Ach schön, dass er sich jetzt überall Türme stehen hat. Die kleinen Aschenbecher sind quasi Türme. Ich sollte meine Sichel equipped haben. Yes. Was also war denn jetzt da unten falsch, frage ich mich. Du kannst auch geschlagen werden natürlich von der Königin. Oder ist das der? Nee, ist der König. Das sind beide Könige. Also ich wüsste nicht, was mich jetzt da geschlagen hat. Kann der nicht zwei Felder? Oder wir waren schon. Kann der König zwei Felder? Nee, ne? Nee, der König kann ein Feld immer nur jeweils. Ja, da verstehe ich es auch nicht. Und weißt, die Königin kann nur gerade und diagonal, ne? Aber so viele Felder, wie sie will? Genau, die kann dafür so viele Felder, wie sie will, aber der König selbst ist relativ schwach, kann aber in alle Richtungen schlagen. Aber dann klick mal was anderes an. Ja. Einfach mal gucken, was passiert. Okay, ich habe drauf geklickt. Ich mach nochmal. Okay, das scheint es nicht zu sein. Okay. Hallo? Oh! Ach, das ist von oben nach unten, nicht von links nach rechts. Oder wie? Weil wenn der von oben nach unten, dann kann es ja nur so sein, ne? Eigentlich schon, ne? Wie hat der denn dann überhaupt den König dahin gekriegt, sag mal? Ja, müsste immer einzeln jeweils ein Feld gegangen sein. Ist aber Quatsch, dass es da drüben ist. Warum haben die es auch nicht hier in die Mitte gepackt? Egal. Okay, ja, jetzt müssen wir unseren König platzieren, ne? Ich würde den König hier hinpacken, ja, oder? Würde ich auch machen, ne? Hinter das Pferd. Weil wenn jetzt dein Pferd... That was wrong. Das ist schade, weil wenn er dein Pferd nimmt, kannst du dann nach ihm nehmen. Dadurch ist er eigentlich matt. Na gut. Ja. Wir haben es nicht so richtig gecheckt, glaube ich. Ist aber auch egal. Am Ende macht das die Sichel. Ja! Das wollte ich sehen, Gregor! Bitte. Na gut, ist ja alles halb so wild. Halbiert den Mann! Pech im Spiel, Pech in der Liebe, so wie wir es kennen, ne? Und dann lass uns heute mal mit diesem schönen Bild hier austreten. Wir holen den Schlüssel. Pech im Spiel, Glück mit dem Hiebe. So. Ey. Nee, das Spiel ist wirklich schön, wie die Axt da auch noch liegt. Also das ist ein Endbild. Sahne. Man kann wirklich alles sehen. Du kannst quasi seine Schachkompetenz sehen. So sieht Jan wahrscheinlich auch innen aus von innen. Wenn er nachdenkt, genau, da rotiert es eigentlich so enorm, der wird nur zusammengehalten von Haut und Knochen, weil da so viel abgeht drin, wie in so einer Waschmaschine des Denkens. Ja, ja. Wenn er wirklich denkt, dann wenn du Socken zum Waschen haben willst, einfach in den Mund packen währenddessen, ne? Ja, mach beides auf einmal, Schach und Socken. Ey, ein besseres Bild kann man in diesem ganzen Spiel nicht finden. Überhaupt also wir kommen noch mindestens einmal zusammen, Simon. Ja, lässt sich nicht vermeiden, ne? Lässt sich nicht vermeiden. Ja, und zwei Seiten haben wir. Und wir haben wirklich dieses Mal, ich habe zwar immer ein bisschen so mitgelesen, aber ganz ehrlich, wir haben es eigentlich alles selber gelöst. Wir haben nicht viel benutzt. So. Also wirklich, ich habe zwei Tipps, glaube ich, benutzt.
Also, und du hast es, nie gerade herausgesagt, weil auch das mit dem Anhängen und alles, mit ich der Ich habe ja meistens auch nicht verstanden. Ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was hier steht. Das ist die beste Ausrede, ja. Und du warst teilweise so schnell, dass ich gar nicht so schnell hinterherkommen konnte. Dann, Leute, wir machen das nächste Mal weiter. Wir sagen Tschüss. Tschüss.